Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit eingeschaltet hast. Heute gibt es kein neues Rezept, sondern ich dachte mir, ich zeige dir einfach mal, wie ich so meine YouTube-Videos filme. Das Ganze ist hier gar nicht so einfach, aber schau dir einfach das Video an, dann findest du raus, was ich meine. Um euch hier mal einen kleinen Eindruck zu geben, zeige ich euch mal, wie ich meine YouTube-Videos mache. Und zwar habe ich hier so ein Küchenzeilenteil von IKEA mir geholt, was ganz praktisch ist, weil da so ein Gestell mit dabei war. Und hier kann ich alles Mögliche anschließen. Zum einen mein altes iPhone, hier mit noch so einem extra Mikrofon, was dann quasi immer das filmt, was hier so passiert. Dann habe ich hier meistens noch meine Filmkamera für Querformat, für YouTube-Videos, also wo wir jetzt gerade sind. Und hier nochmal meine Handyhalterung, wo ich dann mein Handy halt in der Hochkant, also Hochkant einschnalle. Und dann kann ich quasi von hier immer im Spiegel sehen, was alles so passiert. Da dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich meine YouTube-Videos mache. Als erstes wird natürlich alles aufgebaut und hier bin ich schon voll dabei, den Tomatenreis für ein Gyros-Gericht zu kochen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich hier leider keine Spüle habe. Das heißt, für jedes Mal Hände waschen muss ich einmal zurück in die Küche. Auch habe ich hier nur eine Herdplatte, das heißt, nach dem Tomatenreis kann das Gyros erst angefangen werden. Deswegen mache ich meistens einen YouTube-Tag, an dem ich gleich mehrere Gerichte koche und filme, sodass ich etwas Content im Vorfeld produzieren kann. Hier bin ich zum Beispiel gerade dabei, den Heidelberg-Quarkauflauf von letzter Woche zusammenzurühren. Wer das Video gesehen hat, weiß, was ich hier für einen Fehler gemacht habe. Man kann die Quarkschnitten nämlich auch ganz ohne Boden machen, aber ich hatte noch die Lotuskekse und die fand ich so lecker, das heißt, ich musste das noch unbedingt mit hinzufügen. Eigentlich siehst du hier auch die komplette Zubereitung im Schnelldurchlauf, also wenn du jetzt Bock drauf bekommen hast, einfach das Video von letzter Woche einmal abchecken. Die Heidelbeeren sind hier auch variabel, also wenn du lieber Himbeeren magst, kannst du auch einfach die verwenden. Wie ich am Anfang schon kurz erwähnt habe, das Hauptproblem ist, dass ich mich nicht in der Küche filmen kann. Das heißt, ich mache das Ganze im Arbeitszimmer und muss für jeden einzelnen Handgriff einmal wieder zurück in die Küche laufen. Natürlich versuche ich das meiste vorzubereiten, abzuwiegen und zurechtzulegen, aber dann fällt einem immer nochmal auf, dass man sich jetzt die Hände waschen muss, einen Löffel vergessen hat oder einfach noch etwas mehr Mehl braucht. Hier gibt es auch noch einen kleinen Einblick in die Küche. Natürlich ist alles da, was man braucht, aber letztendlich könnte die Arbeitsfläche einfach etwas größer sein. Das hier ist mein bester Freund am Morgen, die gute Kaffeemaschine. Wenn das Kochen dann soweit erledigt ist, geht es erstmal ans Anrichten. Das Pfannengyros eignet sich da besonders gut, wer mir auf Instagram folgt, hat das Reel vielleicht schon gesehen. Ansonsten habe ich zu dem Gerät auch noch ein YouTube-Video gemacht. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch die Fotos und die Abschlussvideos. Wie man hier sieht, habe ich fürs Film und für die Fotos zwei verschiedene Lichtsetups. Hier mache ich gerade die Fotos für Instagram und Co., dann wird rüber gewechselt und wieder das Video-Setup eingeschaltet. Da braucht man natürlich immer noch ein paar sogenannte Beauty-Shots, wo alles schön close drauf ist und zum Beispiel nochmal mit einer Knoblauch-Parmesan-Butter bepinselt wird. Dann kann es bei manchen Gerichten sein, dass ich wieder rüber zum Fotosetup wechsle, weil es dann ja noch notwendig sein wird, die zum Beispiel zu zerreißen, einmal reinzulöffeln oder durchzumischen. Das Abschlussvideo, wo ich das Gericht probiere, dann wird aufgeräumt und fertig. Das war's für heute auch schon wieder mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Du kannst meinen Kanal auch gerne abonnieren und um gar nichts mehr zu verpassen, am besten die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.